Herzlich willkommen. In einem meiner letzten Videos hatte ich über das Vitamin C gesprochen und zum Beispiel, dass jemand, der zum Beispiel eingeschränkte Nierenfunktionen hat, doch auf Vitamin C in hochdosierten Mengen verzichten sollte. Und jetzt stellte sich auch natürlich die Frage, wann erkenne ich denn, dass meine Nierenfunktion eingeschränkt ist? Wann erkenne ich zum Beispiel, da es ja ein schleichender Prozess ist, dass meine Niere nicht mehr richtig arbeitet? Darüber spreche ich einmal in diesem Video. Bleiben Sie dran, wenn Sie es interessiert, wird spannend. Nadja Knoblauch, Heilpraktikerin, Fastenleiterin. Dieser Kanal mit meinen Videos steht dafür, für Eigenverantwortung, die Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen und vielleicht die ein oder anderen Stellschrauben besser stellen zu können, indem man den Körper besser versteht. Und ich möchte Sie gerne an die Hand nehmen, begleiten. Wenn Sie nichts verpassen möchten, dann abonnieren Sie bitte. Ja, die Niere, die gehört zu den lebenswichtigen Organen und wie das in der Schöpfung so vorgesehen, wir haben zwei davon. Das ist häufig das so, dass wenn man verschiedene Organe, die sehr, sehr wichtig sind, dass wir die paarig angelegt haben und dazu gehört eben die Niere. Und wenn jetzt meine Nieren beispielsweise durch Bluthochdruck oder auch durch Diabetes irgendwo geschädigt werden, also das heißt, die Niere besteht ja aus ungefähr 1 Million kleiner Glomeruli. Und diese Glomeruli, das sind wieder so kleine wie runde Kügelchen. Und diese kleinen Kügelchen, die sind auch wieder mit kleinen Äderchen durchzogen. Und dort drinnen findet sozusagen die Filterung statt. Dass da alles, was jetzt aus meinem Blut, aus meinem Körper, aus den Flüssigkeiten heraus gefiltert wird, da durchgeht. Und damit werden dort Harnstoffe rausgefiltert, es werden Giftstoffe herausgefiltert. Und diese, die dann dort herausgefiltert werden, die muss natürlich der Körper auch wieder an anderer Stelle abbauen. Aber eben vorher muss es ja erst einmal gefiltert sein über diese Niere. Diese Prozesse, dass sozusagen meine Niere nicht mehr vollständig alle Schadstoffe herausfiltern kann, die gehen oft schleichend. Es ist eben dieses chronische Nierenversagen, was begünstigt wird eben durch den Bluthochdruck, was zum einen die Glomeruli schädigt und zum anderen auch bei Diabetes. Wenn der Blutzucker erhöht ist, dann kann das zur Folge haben, dass dort diese kleinen feinen Gewebeteilchen, diese kleinen Glomeruli in der Niere geschädigt werden. Und dieser Prozess geht eben leider sehr, sehr schleichend vor sich, sodass man das erst dann feststellt, wenn eigentlich diese Gefäßschäden schon vorhanden sind. Und man kann das in dem Sinne, diese Gefäße dort, dieses Gewebe nicht erneuern, sondern das, was einmal zerstört ist, bleibt zerstört. Und diese Symptome, die ich beispielsweise habe durch dieses Schleichende, das ist dann, also wenn dieser Harnstoff beispielsweise ins Blut geht, das ist dann diese Urämie. Und wenn ich dann diese Urämie habe, das heißt, ich habe dann vielleicht in meinem Körper Gewebs, also in meinen Geweben Ödeme, ich habe Wassereinlagerungen, weil zum Beispiel dann der Kaliumgehalt zu hoch ist in meinem Blut und da nicht mehr dafür sorgt, dass mein Körperwasser abgebaut wird. Und ich habe vielleicht auch dann, wenn es nicht mehr jetzt, wenn es die Gewebe eingelagert sind und ich habe jetzt zum Beispiel diesen Harnstoff erhöht im Körper, dann ist das so ein Juckreiz, den man auch häufig bekommt. Das sind Menschen, die dann irgendwo so anfangen, sich nachts auch zu zerscharren, dass es einfach im Körper dann, ja, es ist der Harnstoff, der diesen Juckreiz verursacht, weil der einfach im Blut sich ablagert und die Menschen sehen dann, die haben dann auch manchmal so eine gelblich-grünliche Farbe, also man sieht es den Menschen auch im Gesicht an, wenn so ganz schleichend diese Nierenfunktionen eingeschränkt sind. Und die Niere, das ist eben auch so, man hat dort nicht unbedingt diese Schmerzen, dass man das als Schmerzsymptom merkt, sondern es ist eben wieder so unspezifisch, dass man müde ist, dass man einfach irgendwo, wer jetzt ein bisschen geübt ist, der riecht es auch. Also man kann es auch riechen, Menschen, die so ein bisschen Niereninsuffizienzrichtung gehen, dass sie eben diesen Harnstoffgeruch haben. Das ist ganz, ganz eigenartig, wenn man manchmal so neben Menschen steht und es kommt so eine Fahne und dass man, also wenn man geschult ist, dass man das dann auch wirklich riechen kann. Man kann das natürlich auch mit ganz anderen Methoden, also da gibt es jetzt beispielsweise mit Ultraschall, wo man feststellen kann, wie ist die Niere aufgestellt, gibt es dort vielleicht auch Nierensteine oder man kann es natürlich auch im Blutbild sehen, wie sieht denn das Blutbild jetzt aus, wenn eine Niere sozusagen nicht mehr richtig funktioniert. Ja, im Labor kann man jetzt den sogenannten Kreatininwert abchecken lassen, also die Kreatinin-Clearance, das ist
der Faktor, der dann verringert ist. Das heißt eben, dass die Niere in dem Sinne nicht mehr dieses Kreatinin eben auch genug filtern kann. Oder man kann auch sehen, dann die glomeruläre Filtrationsrate, der GFR-Wert, der dann auch erniedrigt ist. Das heißt wiederum, es filtriert eben nicht genug heraus. Und die ersten Anzeichen auch häufig, das ist, wenn ein Eiweiß im Urin ist. Also wenn jetzt man mal eine Urinprobe abgibt und dann kriegt man so einen Befund, oh, es ist Eiweiß im Urin, dann sollte man wirklich schauen, wie ist die Nierenfunktion. Weil eine Nierenfunktion kann eben auch eingeschränkt sein, wenn ich beispielsweise einmal eine richtige Nierenbeckenentzündung hatte. Und das ist immer so mein Credo. Ich bin in dem Sinne sehr, sehr gegen Antibiotika, weil Antibiotika, das ist immer so gegen Leben. Aber in dem Sinne, wenn jetzt jemand eine Zystitis hat, eine Blasenentzündung und diese Blasenentzündung eben nicht mit so naturheilkundlichen Mitteln weggeht, dass ich beispielsweise den Löwenzahnsaft trinke, ganz intensiv, obwohl da drauf steht für Magen-Darm, aber die Erfahrung hat gezeigt, es ist sehr, sehr gut bei Blasenentzündungen. Oder dass ich dann eben auch mit Uresin-Endoxin rangehe. Also von Mägelspengler-Sahn gibt es da auch wirklich sehr gute homöopathische Präparate. Aber wenn das dann wirklich nach kurzer Zeit nicht hilft, dann ist hier wirklich eine Gefahr, dass diese Entzündung aus der Blase in die Niere aufsteigt. Und eine Niere, wenn die entzündet ist, eine Nierenbeckenentzündung oder eben die Entzündung in den Nieren, in den Glomeruli, macht eben diesen bleibenden Schaden. Und deswegen ist das wirklich so eins der einzigen Indikationen, wo ich dann sage, also dann ist wirklich in dem Moment ein Antibiotika angezeigt. Weil es wurde irgendwann einmal erfunden, es wurde daran geforscht, um eben wirklich Krankheiten, die tödlich sein können, zu verhindern. Und für mich gehört da einfach diese Niere, weil die sehr, sehr empfindlich ist und weil wir dieses Organ so ganz, ganz wichtig für unser Leben brauchen, dazu. Also in diesem Falle dann wirklich ein Antibiotika, weil wenn ich das eben, ich sag's mal so, hinhängen lasse, wie man es ja so geläufig gerne macht, dann kann das eben sein, ich bekomme die Nierenschäden und dann habe ich eben diese chronische Niereninsuffizienz, die mir dann eben auf Dauer so viele Probleme macht, weil die Niere, das sind ja auch wieder über die Nebennieren, das Aldosteron, dann das Adrenalin, das Noradrenalin, das sind ja auch wieder Neurotransmitter, das sind Hormone, die dort gebildet werden, das Cortisol brauche ich wieder als Gegenspieler eben auch für den Blutzucker, um da eine Regulierung zu haben. Oder eben, dass ich dann auch reguliere meinen Blutdruck. Und wenn der Bluthochdruck ist, ist immer die erste Frage, ist zuerst der Bluthochdruck? Es kann ja auch ein renaler Bluthochdruck sein. Das heißt, wenn die Niere nicht mehr richtig funktioniert, dann erhalte ich damit über diese Fehlnierenfunktion. Dadurch kommt mein Blutdruck in die Höhe. Und andersrum ist es aber so, wenn ich einen erhöhten Blutdruck habe und dort nicht gegensteuere, dann kann der durch diesen Druck des Blutes, was ja wirklich dann viel, viel mehr durch diese Niere schießt, kann ja dann dieser Blutdruck sozusagen diese Nierenglobuli zerstören. Täglich gehen ungefähr 180 Liter durch unsere Nieren. Das heißt, 180 Liter Blut werden durch die Nieren gefiltert und alles, was sich in diesem Blut befindet, das heißt, alle Rückstände auch von zum Beispiel Medikamenten, müssen von der Niere dann von den Schadstoffen befreit werden und das kann sie nur, wenn sie vollkommen gesund ist. Und gerade wenn ich jetzt tagtäglich vielleicht Paracetamol einnehme oder viele sagen, auch ich nehme täglich, brauche ich mein Ibuprofen so 600 Milligramm vielleicht. Beziehungsweise dann kommen ja noch die anderen Tabletten dazu, was den Bluthochdruck betrifft, was vielleicht auch das Simvastatin betrifft. Also der Cholesterinsenker ist ja so der Klassiker, obwohl ich es auch ganz natürlich senken kann. Da gibt es mal hier ein Video, Cholesterin ganz natürlich senken ohne Medikamente, was mir ja mal in 4 Wochen gelungen war. Und ja, und all das muss unsere Niere sozusagen rausfiltern. Und was dann übrig bleibt, das ist sozusagen dann ja, der Restharn, der natürlich dann ausgeschieden wird, ja, über unsere Blase. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in eine Niereninsuffizienz, in so eine Richtung chronische Niereninsuffizienz gehe, dann könnte es sein, dass ich vielleicht eben schon nicht unbedingt diese Nierenschmerzen habe, weil wenn ich jetzt Flankenschmerzen im Rücken oder eben, also so der Klassiker, wenn ich Nierensteine habe, dort Nierenschmerzen oder wenn ich wirklich eine Nierenentzündung habe, dann macht es natürlich heftigste Schmerzen. Nur
dann merke ich das. Aber die chronische Entzündung oder die chronische Niereninsuffizienz macht eben nicht so den Schmerz. Das merke ich eben nur so schleichend. Und da könnte es sein, dass ich beispielsweise eben etwas ja, Eiweißmal im Urin habe, dass mein Urin manchmal ein bisschen schäumt und vielleicht auch so leicht rötlich aussieht. Also das kann auch ein Hinweis sein, dass meine Niere nicht mehr richtig arbeitet. Und eben, wie ich das vorhin schon sagte, von den Symptomen, dass da irgendwo jemand vielleicht auch so ein bisschen ja, uremisch riecht, also dass man das irgendwo so ein bisschen nach Urin eben diesen Geruch hat. Und dann eben derjenige dann auch so diesen Juckreiz verspürt. Das kann auch ein Hinweis auf Lebergalle sein, wer nachts so sich anfängt so zu zerscharren, aber es kann eben auch in Richtung der Niere gehen, Niereninsuffizienz. Chronische Niereninsuffizienz. Und das ist, ich möchte ja hier in meinem Kanal auch immer mal ein bisschen sensibel darauf sensibilisieren, dass es nicht immer diese akuten Dinge sind, die uns von jetzt auf dann rausreißen, sondern dass man dem Körper einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibt und dann auch ein bisschen mehr schaut. Und dann geht es immer beim Essen und beim Trinken los. Und das ist nämlich sehr, sehr wichtig für die Niere, dass ich da wirklich genug trinke. Und da meine ich jetzt nicht Tee oder Kaffee. Also da bin ich auch der Weltmeister im Kaffee trinken. Aber ich muss eben dazu, ich trinke auch sehr, sehr viel Wasser. Und es soll ein sauberes und reines Wasser sein und möglichst eben durch einen Wasserfilter, damit ich dann wirklich meiner Niere sauberes Wasser gebe und sie nicht noch aus dem Wasser die Schadstoffe rausfiltern muss, sondern mit der Hilfe dann des guten Wassers auch diese Niere ja reinigen kann. Und da sind wir nämlich auch beim Säure-Basen-Haushalt, dass diese Übersäuerung, die ich habe, die hängt natürlich auch mit der Niere zusammen. Und wenn ich immer diese chronische Übersäuerung habe, das heißt auch, dass ich sehr viel sauer machende Lebensmittel zu mir nehme, das ist eben das Fleisch, das ist der Zucker. Und dann bin ich natürlich auch in der Schiene, mein Körper muss ja das alles in Harnstoff irgendwo umwandeln. Und dieser Harnstoff, diese Kristalle legen sich dann eben wo sonst an den Gelenken ab. Und das kennt man dann wiederum an Gicht, dass dann dieser Harnstoff einfach auskristallisiert und ich habe dann eben einen ganz extremen Gichtanfall. Und der kommt wann? Der kommt nach Alkoholgenuss und der kommt eben nach Fleischgenuss. Und da weiß ich doch, das sind doch schon mal Achtungszeichen zu sagen, oh, jetzt muss ich auf meinen Körper hören und muss dem Körper das geben, was er braucht. Also wirklich sehr, sehr viel gutes Wasser trinken, um die Nieren bei ihrer Arbeit zu unterstützen, dass es nicht verschlackt, dass es nicht dort drinnen in dem Sinne alles hängen bleibt. Und wenn es dann mal so weit ist, dass ich merke, also auch so Richtung Diabetes ja gehe, Diabetes ist ja auch kein unabwendbares Schicksal, sondern ich sage immer, Diabetes, das ist genauso umkehrbar wie eigentlich jede Krankheit, weil ich muss die Ursache ausschalten. Und wenn die Ursache für mein nicht funktionierende Bauchspeicheldrüse eben ist, dass ich zu viel Zucker konsumiert habe, dass ich zu viel Fruchtzucker konsumiert habe, was in der Leber alles dann zu Cholesterin umgewandelt wird, dass ich da einfach nicht auf meinen Körper gehört habe, dann sollte ich das jetzt tun und dann sollte ich jetzt meinem Körper sozusagen diese Ernährung auch komplett umstellen, dass ich Dinge weglasse, die eben sauer machen, dass ich Dinge machen, weglasse, die meine Bauchspeicheldrüse ständig, das ist immer so eine, ja, ich liebe diese Bewegung auch, weil es zeigt einfach Ping-Pong, rauf, runter und es geht, wenn ich sozusagen der Bauchspeicheldrüse oder meinem Körper immer wieder irgendwo, ja, ich sag mal so, Kohlenhydrate zuführe, also diese hellen Kohlenhydrate, die einfach einen hohen glykämischen Index haben, das heißt in dem Moment wirklich für diese ja, Insulinausschüttung sorgen und damit kann meine Bauchspeicheldrüse, irgendwann ist sie überlastet und das haben wir heute, wenn ich junge Menschen anschaue, so viele junge, übergewichtige Menschen und wenn ich dann sehe, wo die ihre Essenssachen holen, alles Fastfood, alles mit Zucker zugesetzt und dann noch irgendwelche Softdrinks, Energydrinks, es wird mir Himmelangst und da würde natürlich dann die These stimmen, dass im Jahr jedes Jahr 0,7% bis 1% die Niere ihre Arbeit, ihre Leistung verliert. Wie gesagt, bei mir, ich werde dieses Jahr 60, also dann, das unterschreibe ich für mich selbst überhaupt nicht, aber wenn ich natürlich dann Raubbau mit meiner Gesundheit mache, dann kann das durchaus sein. Und ich habe es in der Hand und das ist einfach mein Credo, das ist die Intention, warum ich Videos mache, auch um Menschen doch aufzuwecken, zu schauen auf ihren eigenen Körper, es nicht einfach so hinzunehmen und nicht zu sagen, jetzt habe ich eben das und das und dann immer noch dazu sagen, es ist ja meine Krankheit, mein Bluthochdruck, mein Diabetes, mein das, dann ist es auch ihre. Aber wenn Sie sagen, okay, erstmal dieses Mein nicht mehr für sich zu personifizieren, sondern sagen, das ist eben eine Krankheit,
es ist ein körperliches Leiden, was ich meinem Körper zugemutet habe und damit dann den Umkehrschluss erreiche, dass ich selbst etwas tun kann, dann habe ich schon, dann bin ich schon auf der Gewinnerstrecke. Und dann geht es wieder darum, ich möchte gesund alt werden. Also es geht nicht darum, alt werden. Gibt es auch den schönen Spruch, gib dem Leben nicht mehr an Jahren, sondern gib den Jahren mehr an Leben. Aber das kann ich nur machen, wenn ich intensiv und gesund lebe. Heute war es das zur Niereninsuffizienz, zur schleichenden Niereninsuffizienz, zur Gefahr der chronischen Niereninsuffizienz, das einfach mal im Blick zu behalten, mal zu schauen, was macht denn mein Körper, wie sieht mein Urin aus, wie sah denn auch vielleicht mein letztes Blutbild aus und da vielleicht mal ein bisschen hellhörig zu werden, wenn das nicht ganz alles im Lot war und zu wissen, ich muss viele Dinge einfach nur verändern. Ich habe es in der Hand. In diesem Sinne, schauen Sie gerne in die Mediathek, da gibt es noch viele interessante Videos. Eigenverantwortung ist das Credo. Herzlichst, Ihre Nadja Knoblauch.